Fürst Sakai. Ich sorge mich um Sie. Junshin, um was ging es denn? Fürstin Masako sucht jemanden. Sie ist erbost, weil ich nichts wusste. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich rede mit ihr. Danke, Fürst Sakai. Auch, dass ihr die Mongolen vom Hof verjagt habt. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Viel Glück. Wussten die Bauern, nach wem ihr sucht? Nach jemandem auf der Liste. Eine Diebin. Ich helfe euch suchen. Das muss ich selbst erledigen. Die Bauern erwähnten bewaffnete Männer, die mitgingen. Söldner etwa? Professioneller Mörder. Das könnte es möglicherweise erschweren. Ich kann eure Hilfe gebrauchen, aber mehr noch euer Schweigen. Verlasst euch drauf. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des Hofs gezogen. Hier entlang. Schnell, Kacke! Wer ist diese Diebin? Sie hat das Adachi-Anwesen nach dem Angriff geplündert. Wertvolle Erbstücke gestohlen. Persönliche Dinge. Das Schlimme ist, dass Mai einst unsere Dienerin war. Vor 3 Jahren ertappte mein Ehemann sie beim Stehlen. Er wollte sie auspeitschen. Ich setzte mich für sie ein. Aber sie musste gehen. Klingt, als würdet ihr sie vermissen. Sie war eine gute Freundin. Ihr Verrat schmerzt mehr als die anderen. Da ist sie ja. Bei den Söldnern. Nähern wir uns. Leise. Ich werde alles verkaufen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Zu spät. Er wird diese Erbstücke selbst verkaufen. Bringt uns jetzt zu ihnen. Ich bezahle euch und behalte sie. Ihr habt kein Geld. Ich habe diesen Kamm aus Gold mit Perlen. Das war ein Geschenk. Er könnte etwas wert sein. Nein, er würde uns töten. Genug jetzt. Bringt uns zu den Erbstücken. Wir brauchen die Söldner nicht unbedingt lebendig. Nur sie. Je mehr wir von ihnen ausschalten, desto einfacher erreichen wir unser Ziel. Lasst euch nur nicht sehen, sonst tun sie ihr etwas. Ihr seid ungeschützt. Geht in Deckung. Teehaus arbeitete. Ihr Leben war hart und eintönig. Ein zurück, Sakai. Von weit her zum Teehaus. Und sie verliebten sich sofort ineinander. Gah!
Meine Frau kennt diese Art von Magie. Wie wir alle. Das Mädchen flog als Dämon zur Abtei des Mönches. Er sah sie kommen und versteckte sich unter einer Glocke. Doch sie war schlau. Ihr verratet uns Feuer um die Glocke herum, die sodann schmolz und den Mönch darin tötete. Ich muss mit Mai sprechen. Sagt, wenn ihr mich braucht. Ihr stahlt die Erbstücke meiner Familie für diese Mörder. Wie konntet ihr mich verraten? Hab ich nicht. Ihr habt mich verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr eine Diebin. Doch, ich liebe euch. Dann sagt mir, wem ihr dient. Er tötete meine Familie. Ich bin die Nächste. Das lasse ich nicht zu. Ich bringe euch zu euren Erbstücken. Wir wissen, dass ihr für einen Samurai arbeitet. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Gesicht. Wir tauschen uns nur über Nachrichten aus. Er wusste von uns, meine Herrin. Wie? Ich weiß es nicht. Er sagte, er wisse, wie es ist, euch zu lieben. Dass er meinen Schmerz verstehen könne. Masako. Mai war meine einzige... Bisher die einzige... Er war besorgt wegen der Erbstücke, dass sie kaputt gehen könnten. Er will sie verkaufen. Sie haben nur sentimentalen Wert. Er wird kaum Geld dafür bekommen. Dann will er sie vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht haben sie auch für ihn Bedeutung. Er war besitzergreifend in seinen Briefen. Als wären sie seine. Die Erbstücke gehörten ganz allein meiner Familie. Ich bin als Einzige noch übrig. Eure Erbstücke liegen im Gebüsch. Jin. Sammelt ihr sie ein? Ich muss mich verabschieden. Ihr wolltet die Liebe euren Kampf Danke. Du bist Mai. Heimgegangen. Jin. Nur damit ihr es wisst, ich... Ihr schuldet mir keine Erklärung. Ich liebte meinen Mann. Aber Mai liebte ich auch. Das tut ihr noch? Das werde ich immer tun. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meinem Mann und Mai hatte ich keine Liebschaften, keine Verehrer.
Vielleicht hat er gelogen, um so neue Rekruten zu bekommen. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde. Wir suchen weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht erfahren wir in Ariake mehr. Sucht mich dort bitte auf. Ronin, schlachten diese Menschen ab. Ist da jemand? Hallo? Hier. Spart eure Kraft. Mein Herr, helft mir. Wieso griffen die Ronin euch an? Ich weiß nicht. Sie zwangen die hiesigen Männer, mit ihnen zu kommen. Sie haben meinen Mann, oder? Wisst ihr, wohin sie gingen? Sie sprachen davon, zu einer Schlucht im Norden zu gehen. Bitte, rettet Oda. Lotta, Kage!
Ihr irrt euch. Das klingt nicht nach Kajibanga. Jin, auf ein Wort bitte. Masako, was ist denn? Ein gewisser Kajiwara hat die Mörder meiner Familie rekrutiert. Sein Name steht auf der Liste. Er wohnt in dieser Präfektur. Dieser Mönch weiß wo, aber er verrät es mir nicht. Junshin meint es gut. Ich rede mit ihm. Junshin, schön euch zu sehen. Ebenso, Fürst Sakai. Fürstin Masako und ich suchen nach Kajiwara. Ihr wisst, wo er sich aufhält. Sie beschuldigte ihn schrecklicher Dinge. Ich fürchte um sein Leben, wenn sie ihn findet. Masako hat gute Gründe zu glauben, er habe die Mörder ihrer Familie rekrutiert. Das würde er nie tun. Er ist ein bescheidener Fischer, ein liebender Ehemann und Vater. Ich fürchte, sie ist blind vor Zorn. Junshin, ich muss mit ihm reden. Solange ihr es beim Reden belasst. Nehmt die Straße von hier zur Küste. Kajiwaras Hütte liegt am Strand. Und? Wir nehmen die Straße zur Küste. Danke für eure Hilfe, Mönch. Friede sei mit euch, Fürstin Masako. Was habt ihr bitte zu Junshin anderes gesagt als ich? Er hört mir nicht mal zu, als würde man mit einem Stein reden. Ich glaube, er hat Angst vor euch. Angst? Warum? Ihr seid mitunter etwas einschüchternd. In unserer Welt ist das nichts Schlechtes. Einen grausamen, bösen Mann. Er war ein Mann unseres Clans. Zuverlässig und geschickt, aber aufbrausend. Wir entschuldigten sein Verhalten, bis ich ihn dabei erwischte, wie er Frau und Tochter verprügelte. Feigling, schlägt die eigene Familie. Da verbannte ich ihn, auf der Stelle. Ich bot seiner Frau und Tochter Zuflucht in unserem Haus. Am Tag darauf gingen sie wieder zu ihm zurück. Es ist nicht immer einfach. Man möchte glauben, sie ändern sich. Der Weg müsste zum Strand führen. Ohne die Pferde bemerkt man uns nicht so leicht. Wir müssen uns vorsichtig nähern. Ich will Kajiwaras Familie nicht gefährden. Das muss Kajiwaras Fischerhütte sein. Die Mongolen waren da. Vielleicht sind er und seine Familie bereits tot. Sie könnten noch am Leben sein. Gehen wir. Hey! Chiora Hutege! Yeah.
keine Mongolen mehr. Suchen wir im Haus nach Kachiwara und seiner Familie. Die Klinge ist blutverschmiert. Sieht nicht nach einer Mongolenwaffe aus. Das ist ein Fischerwerkzeug. Das sind wohl Kachiwaras Frau und Tochter. Das hatte ich von Anfang an befürchtet. Haben die Mongolen sie getötet? Aber wo ist dann Kachiwaras Leiche? Masako, Fußspuren. Sie führen von der Hütte weg. Was, wenn Kachiwara überlebt hat? Einfach weggelaufen. Neue Stoffballen. Kein Stoff. Seide. Das kann sich kein bescheidener Fischer leisten. Folgen wir den Fußspuren. Kachiwara! Fürstin Masako! Ein Mongolenangriff! Meine Frau und Tochter! Schweigt, Schlange! Ihr habt sie getötet. Aus Liebe. Besser ich als die Mongolen. Sie wollten es so. Ihr krankes... Jin! Ihr habt die Mörder rekrutiert, die meine Familie töteten. Wer bezahlt euch? Sagt es, dann töte ich euch liebevoll. So wie ihr eure Frau und Tochter. Ich weiß nur, dass er es verstand. Was verstand? Wie es ist, von euch vernichtet zu werden. Wie ich in Armut versank. Was es meiner Familie abforderte. Ich ertrage kein weiteres Wort mehr. Alles, was er sagte, war gelogen. Außer, dass ich ihn ruiniert habe. Die Verschwörer verbindet ihr Hass. Der Clanangriff hatte persönliche Gründe. Angestiftet von einem Samurai mit tiefem Groll. Aber wer könnte das nur sein? Wir finden ihn. Einer der Mörder meiner Familie ist in Ariake noch auf freiem Fuß. Sucht mich bitte beim Goldenen Tempel auf. Danke für eure Hilfe, Jin. Ich sah einen Vogelschwarm am Himmel kreisen, mein Herr. Ich ging näher und fand einen wunderschönen Ort. Ich saß nur da und schaute, verlor das Zeitgefühl. Wir alle brauchen dieser Tage Inspiration. In Kriegszeiten sollten Krieger solche Orte aufsuchen und Haikus schreiben. Es heißt, die Kunst des Haikus bereite Geist und Körper auf den Kampf vor. Stimmt das, mein Herr? Ja. Doch nicht nur Kriegern kann Poesie zugutekommen. Thank you.
Jin, hierüber. Schnell.